In diesem Video geht es um die zwei Hauptpunkte für deine Positionierung. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, bis gleich nach dem Intro. Den folgenden Satz hast du bestimmt schon mal gehört: Wenn du nicht automatisch neue Kunden gewinnst, dann bist du falsch positioniert. In diesem Video möchte ich dir einige wichtige Tipps für deine Positionierung mitgeben. Denn mit einer starken Positionierung wird alles viel, viel einfacher für dich. Deine Kundengewinnung, dein Marketing und vor allen Dingen dein Verkauf. Also legen wir los. Was bedeutet denn eigentlich Positionierung? Positionierung beinhaltet folgende zwei Dinge: Einzigartigkeit und Nutzen. Du wächst bei den Menschen aus deiner Zielgruppe dadurch Interesse, dass du ihnen sagst, was deine Leidenschaft ist. Erzeugst damit Relevanz und kommunizierst gleichzeitig deinem Gegenüber seinen größten Nutzen, den sie oder er durch dein Angebot hat. Und du betonst damit deine Einzigartigkeit. Das bedeutet, du machst ihm bewusst, was sie oder er nur bei dir bekommt, sonst nirgendwo. Das ist das Ziel von Positionierung, nichts anderes. Die schnellste und einfachste Anleitung für deine perfekte Positionierung ist also: Verbinde deine Einzigartigkeit mit einem großen Nutzen für deine Zielgruppe. Das sind die zwei Hauptelemente einer glasklaren Positionierung: deine Einzigartigkeit und der Nutzen für deinen Kunden. Wie betonst du jetzt am besten deine Einzigartigkeit? Dazu folgende Tipps von mir. Was du auf keinen Fall tun solltest, ist, nur davon zu sprechen, dass du die oder der Beste bist. Denn das sagen alle. Ebenso wird Top-Qualität sowieso vom Kunden vorausgesetzt. Das alles interessiert den Kunden erstmal überhaupt nicht. Deine Zielgruppe will einzig und allein wissen, worin du dich vom Wettbewerb unterscheidest. Die Kernfrage ist also: Was bekommt der Kunde nur bei dir? Solange du diese Frage nicht schlüssig beantworten kannst, hebst du dich nicht von der Masse ab und du wirst immer vergleichbar bleiben. Kommen wir zum Nutzen. Auch dazu ein paar Tipps. Mit dem Nutzen, den du bietest, beantwortest du die Frage deiner Zielgruppe: Wie verbessert das mein Leben bzw. was bringt mir das Ganze? Deine Aufgabe ist es also, die stärksten Nutzenargumente, die für dich und deine Angebote sprechen, herauszuarbeiten und dann gegenüber dem Kunden klar und eindeutig zu kommunizieren. Und dazu empfehle ich dir, die folgenden Fragen für dich selbst mal zu klären und zu beantworten. Was bekommt der Kunde nur bei mir, was er bei keinem anderen bekommt? Kannst du in einem Satz formulieren, warum jemand bei dir kaufen sollte? Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen dir und deinen Mitbewerbern? Welchen Nutzen hat dein Kunde durch genau diese Unterschiede? Was ist der einzigartige Nutzen, den deine Kunden nur bei dir haben? Wie verbessert dein Angebot das Leben deiner Kunden? Was denken deine Kunden, was ihr Hauptnutzen durch dein Angebot ist? Was ist deine persönlich größte und einzigartige Stärke? Wenn du diese zwei wichtigen Hauptpunkte, Einzigartigkeit und Nutzen, berücksichtigst und in deiner Positionierung herausarbeitest, wirst du sehen, dass dein Marketing, dein Verkauf, deine Kundengewinnung deutlich, deutlich einfacher werden. Das war es heute auch schon in diesem kurzen, aber ich denke extrem wichtigen Video. Ich freue mich, wenn du noch Ideen hast oder du bestimmte Inhalte anders siehst wie ich. Wenn du bestimmte Bereiche noch ergänzt haben möchtest, dann schreib das doch einfach in die Kommentare. Schreibe auch in die Kommentare, welche Learnings du aus diesem Video für dich mitnimmst. Haben dir die Inhalte dieses Videos gefallen? Waren sie für dich wertvoll? Dann schenk mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und teile das Video, damit auch andere diese wichtigen Infos erhalten. Wir sehen uns im nächsten Video.